Also wir stehen hier an der Baustelle Eiserner Steg. Vielleicht noch zwei Takte mal zum Eisernen Steg an sich. Woher kommt überhaupt der Name? Es gab noch zu Kaiserszeiten eine erste Stahlkonstruktion, eine erste Brückenkonstruktion, mit der also diese ganz frühe Eisenbahnlinie überwunden werden konnte, eine Fußgängerbrücke. Da kommt der Name Eiserner Steg her. Dann gab es die nächste Konstruktion, das ist die Brücke, die wir hier noch sehen. Ja, das ist dann eine Stahlbetonkonstruktion gewesen und die ist im Laufe der Jahre jetzt auch mittlerweile mürb geworden. Der Rost nagt, der Beton splittert, es gibt eine neue Brückenkonstruktion und was da im Einzelnen geplant ist, das verrät uns die erste Stadträtin von Hattersheim, die Frau Karin Schnick. Ja, der Eiserne Steg ist marode, der ist in die Jahre gekommen. Deswegen haben wir uns gezwungen gesehen, jetzt was zu unternehmen. Die eine Sache wäre gewesen, zu renovieren, aber auch das wäre mit erheblichen Kosten verbunden gewesen. Und so haben wir uns dann entschieden, den Eisernen Steg komplett abzubrechen und neu zu bauen. Die Planung hat ein Planungsbüro übernommen, aber es hat eine gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Runden Tisches stattgefunden. Da konnten also Anregungen eingebracht werden. Was ich Ihnen jetzt gerne nochmal schildern möchte, ist, was die Vorteile sind des Neubaus. Wir haben also zwei große Vorteile. Der eine Vorzug ist, dass wir Rampen haben werden, also nicht so, wie es jetzt noch vorhanden ist, nur eine Treppe, sondern es gibt Rampen. Das bedeutet, dass die Anwohner wunderbar passieren können, auch mit Kinderwagen und Fahrrädern. Und der zweite große Vorteil ist, dass sich das Brückenbauwerk auch über die Frankfurter Straße spannt. Besonders für die Kinder, die in die Regenbogenschule gehen, ist das eine Sicherung des Schulwegs. Und das war uns ganz wichtig und auch den Mitgliedern des Runden Tisches. Was wir nicht geschafft haben, ist, dass dieser Eiserne Steg behindertengerecht wird. Das würde bedeuten, dass die Rampen noch flacher würden und dadurch müsste auch die Länge wesentlich verlängert werden. Und das war einfach technisch nicht lösbar. Insofern hat der Runde Tisch entschieden, dass wir passierbar machen für Fahrräder und Kinderwagen und das aber parallel dazu. Das kommt dann als nächstes auch, die Unterführung im Nex behindertengerecht umgebaut wird. Begonnen wurde das Projekt wann? Ach, wir sind schon eine ganze Zeit jetzt am Machen, kann man sagen. Das Erste, was schon gelaufen ist, das war schon im vergangenen Jahr, wurden die Leitungen umgelegt. Das hatten wir auch gesehen, besonders hinten im Rosengarten. Da gab es eine Wasserleitung und es gab eine Ferngasleitung. Die mussten umgelegt werden. Jetzt sind hier die Fundamente ausgehoben, das heißt, die Vorarbeiten sind soweit vollzogen. Abgebrochen wird der Eiserne Steg jetzt in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai. Nachts deshalb, also da bitte ich auch die Anwohner um Verständnis, nachts muss es sein, damit der S-Bahn-Betrieb nicht so sehr stark eingeschränkt wird. Es gab leichte Verzögerungen durch diese nicht unerwarteten, aber doch erheblichen Tiefbauarbeiten, die dann einfach noch notwendig waren. Wann ist denn damit zu rechnen? Der Eiserne Steg ist mittlerweile gesperrt seit gut 14 Tagen. Wann kann man denn hoffen, dass man über den neuen wird gehen können? Ursprünglich war Frist Ende Oktober gewesen, das werden wir aber nicht einhalten können. Wir rechnen mit einer reinen Bauzeit von etwa 9 Monaten, sodass wir schon glücklich sind, wenn wir dann zum Jahresende den Eisernen Steg einweihen können. Ja. Hier können wir jetzt nicht mehr arg viel sehen. Was wir aber mal vorbereitet haben, sind die Pläne im Stadtteilbüro. Ist auch ganz vernünftig so, weil ja die Anwohner vom Runden Tisch da mit beteiligt gewesen sind bei der Gestaltung bzw. bei der Umsetzung des Projekts. Und da schauen wir uns mal an, wie das in Zukunft aussehen wird. So gut, die Theorie ist zwar grau, aber wir haben hier die Pläne hängen, wie das Projekt Eiserner Steg, wir hoffen noch in diesem Jahr, dann einmal aussehen soll. Frau Schnick wird uns jetzt noch mal erläutern, wie das Ganze geplant ist, wie das Ganze irgendwann mal sicherlich sehr hübsch sich ins Stadtbild einfügen wird. Gut, also wir schauen von Hattersheim aus Richtung Sindling. Das hier sind die Gleise, Eisenbahn. Das wird also hier überquert, wie bisher auch, mit einem Treppenabgang an die Frankfurter Straße, Südseite, auch wie bisher. Was neu ist, ist die Querung hier über die Frankfurter Straße. Auslaufen wird das Ganze dann in den Rosengarten. Das können wir nachher an den anderen Plänen noch sehen. Ja, gehen wir gleich mal rüber. Das ist die Situation hier, die ich eben geschildert habe. Das geht hier in den Rosengarten rein, bis zur halben Länge ungefähr, knickt dann ab, die Rampe, und endet hier unten an dem Fußweg. Hier am Ende dieser Rampe geht eine Treppe runter in den Rosengarten rein. Das heißt, dass die Kinder, die in die Regenbogenschule gehen, die Möglichkeit haben, hier entlang zu passieren. In die andere Richtung, also Richtung Eiserne Steg, Richtung Siedlung, sieht das Ganze so aus. Hier habe ich den Treppenaufgang. In etwa am Fuße der Treppe mündet auch meine Rampe. Ich kann also dann auch wieder mit einem Knick hier nach oben gehen. Wunderbar für Radfahrer und Kinderwagen. Ja, und
Das Ganze ist ein Gebilde wieder aus Stahlbeton, wie wir es jetzt auch haben. Das Geländer wird aus Edelstahl. Das spart dann Unterhaltungskosten. Wir haben ja jetzt gesehen, dass eben das Stahlgeländer auch muss gestrichen werden und alles. Und wenn wir Edelstahl haben, ist es dann eben pflegeleichter. Also haben wir keinen Eisensteg mehr, wir haben einen Edelstahlweg dann, oder Edelstahlsteg, so rum muss man sagen. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, es ist ja nun nicht nur eine reine Fach- oder Sachkonstruktion, wir finden da unser berühmtes Hattersheimer Haar wieder. Das hat mich also ganz besonders gefreut. Ja, ich meine, das ist so ein Stück Stadtmarketing auch, dass man, wenn man von Sindlingen kommt und auch wenn man aus Hattersheim rausfährt, eben dieses Hattersheimer Haar dann nochmal aufgenommen hat. Mhm. Damit das Ganze nicht völlig an den Bürgern vorbeigeht, es ist passiert ja öfters mal, es würden wunderbare Dinge geplant und nachher erweisen sich in der Praxis als völlig danebenliegend, war der runde Tisch und damit auch das Stadtteilbüro in die Planung mit einbezogen. Das heißt, man hatte also Vororttermine hier und die Bürger, die Anwohner in der Siedlung hatten die Gelegenheit, die Planung, sage ich mal, auf Zweckdienlichkeit zu überprüfen und ihre eigenen Ideen, Anforderungen mit einfließen zu lassen. Die Frau Caroline Schäffer vom Stadtteilbüro wird uns erläutern, wie das abgelaufen ist. Ja, der Eiserne Steg war ein Projekt, das wir sozusagen geerbt haben, noch bevor wir vom Stadtteilbüro überhaupt die Arbeit angefangen haben, ist über das städtische Planungsamt dort einiges gelaufen und uns lagen dann halt Planungen vor, die wir mit den Bewohnern und Bewohnerinnen hier am runden Tisch diskutieren konnten. Die erste Planung hat nicht nur am runden Tisch, sondern auch, ich denke, bei Politik und Verwaltung für Unruhe gesorgt, weil dort eben die Forderung der Behindertengerechtigkeit Eingang gefunden hat und wir dadurch extrem lange Rampen eben erhalten haben. Und das haben wir hier vor Ort diskutiert und sind dann auch dahin gekommen zu sagen, okay, von dieser Forderung, die sicherlich Sinn macht bei diesem Stadtteil, der durch die Bahnlinie komplett abgetrennt ist von der Gesamtstadt und von dem es auch keinen behindertengerechten Zugang zur City Hattersheim gibt, und haben gesagt, okay, so Fahrradfreundlichkeit, Kinderwagenfreundlichkeit wäre die Maßgabe. Dann gab es eine neue Planung und es fällt auch Fachleuten schwer, sich von Plänen überhaupt eine Vorstellung zu machen in die Realität hinein. Um da halt einfach einen Schritt weiterzukommen, haben wir mit dem runden Tisch einen Ortstermin gehabt. Das Planungsamt, die Stadtwerke haben vorher abmarkiert, wie groß nun der Eiserne Steg werden wird, wo die Rampen liegen, um auch zu sehen, ah ja, da muss ein Baum weg, ja, um auch sich klar zu machen, es wird ein großes Bauwerk, was viele Qualitäten hat, aber auch nochmal jetzt in die Optik dort und auch in die Natur Einschneidungen geben wird. Ja, das haben wir gehabt und am Ende waren halt eigentlich alle zufrieden, haben gesagt, okay, hier sind Kompromisse gefunden worden zwischen Bedarfsgerechtigkeit und auch Optik und der runde Tisch hat gesagt, ja, das fänden wir gut, wenn das umgesetzt würde. Gleichzeitig merkt man halt, dass auch bei solchen Diskussionen Ideen entstehen und es wird halt die Anfrage gestellt, ob es nicht möglich ist, wenn man den Wunsch hat, einen Stadtteil wie die Siedlung an die Innenstadt anzubinden, den Next behindertengerecht auszubauen. Mhm. Und das ist halt eine Idee, die dann auch weiterverfolgt worden ist und die dann in den nächsten Jahren sicherlich auch noch weiter diskutiert und dann unter Umständen auch umgesetzt wird. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal ganz gespannt in Richtung Eiserner Steg, was sich da tut und behindertenfreundlicher Zugang, behindertenfreundlich oder passierbar, wird im Next passieren. Ist also nicht so, dass das völlig aufgehoben ist, sondern das ist die nächste Maßnahme, die auch der runde Tisch sicherlich hier vom Stadtteilbüro aus gesehen mit begleiten wird. Ja, das ist richtig. Also wir hatten da schon Vorplanungen, die hier diskutiert worden sind. Über die Maßnahme ist ja im Stadtparlament auch schon diskutiert worden. Und es ist jetzt die Frage halt, auch das wird eine große Umbaumaßnahme, das nochmal anzuschauen und zu sagen, okay, was für ein Eingriff ist das? Und dann halt dieses Projekt weiter zu begleiten. Und wenn alles gut läuft und alle relevanten Gremien da positiv befinden, auch zur Umsetzung zu kommen. Okay, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken. Bitte schön.